So, hinten ist ein Reh. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Savage Lands. Beim letzten Mal waren wir noch zu fünft, beim allerersten Mal zu sechst. Also, wie viel sind wir heute? Wir sind zu viert. Nur noch der Chris, der Hendrik, der Sebastian und ich. Hallo. Hatice spielt lieber Zelda und Nils ist wieder im Fußball abgetaucht. Aber wir wollen trotzdem, also jetzt einen Abend direkt nach der letzten Aufnahme auch weitermachen. Ja, wir streamen deshalb nicht, sondern nehmen nur auf. Chris, was ist denn unsere Aufgaben? Also ich kann dir eins mal kurz sagen, was mir hier gerade noch so fehlt, ist, wir haben eigentlich relativ wenig Holz, ja? Deshalb fülle ich hier auch immer groß auf und Nahrung fehlt mir. Ja, also heute sollte unser Abend weiterhin ein Zeichen der Beschaffung sein, gerade auf den Anblick oder auf den Hinblick, dass die Hälfte der Truppe fehlt, ziemlich, damit wir unser Weitermarschieren so langsam vorbereiten können. Denn je weiter wir ins Landesinnere kommen, je weiter wir in den Drachenturm passieren, umso stärkere Gegner erwarten uns. Denn es erwarten uns später Bären, die uns mit zwei Schlägen kaputt hauen, selbst wenn wir die vollste Rüstung anhaben, Lichtkönige, Trolle und Orks, keine Ahnung, wie die Viecher heißen, Monster mit komischen Geräuschen, die stark sind. Dafür müssen wir vorbereitet sein, was wir jetzt absolut nicht sind. Ja. Gut. Wie soll man es aufteilen? Sollen wir so Zweiergrüppchen bilden? Würde sagen, Zweiergruppen sind gut. Wobei Dann. ich jetzt meinen Menschen verloren habe, schon theoretisch. Naja, der Henrik ist schwer zu bändigen, deshalb kriegst du ihn noch. Also, was sollen wir machen? Wer soll für was verantwortlich sein? Ich würde vorschlagen, dass die zwei Teams einfach alles gleichzeitig tun. Das heißt, Holz hacken, Metall sammeln und wenn möglich auch jagen gehen, wenn sich gerade ein Wesen anbietet. Das heißt, einer geht mit einer Axt, einer geht mit einem Hammer unterwegs und versucht am besten, ihr zwei zusammen, ohne den Weg zu verlieren, eine neue Steinressource zu finden, die wir noch nicht angegraben haben. Und der eine hämmert dann rum, der andere tut dann langsam so außen rum so ein paar Bäume fällen. Am besten wäre es natürlich, wenn es in Laufnähe von unserer Basis ist, damit wir kurze Wege haben. Weil Holzhacken verbraucht halt viel Inventarplätze. Selbe werde ich dann auch mit Hendrik machen, wenn ich ihn finde. Wir bräuchten auch neue Truhen, ne? Ja, Truhen sollten wir auf jeden Fall bauen, da sie praktisch sind. Für eine Truhe benötigen wir Ressourcen, wie beispielsweise, ich glaube, Medienohr, Ja, das ist eigentlich, was ich noch brauche. Holz. Eine kurze Zwischenfrage. Habt ihr noch ha Axen? Wisst ihr das, ob wir sowas haben? Weil ich habe meine geht gleich kaputt. Hier, du kannst meine haben, weil ich baue mir gerade eine neue. Okay, also dieses Metal-Ohr liegt hier hinten drin in im Lager. Okay. Wo ist deine Axt? Medium oder low? Mal gucken, wo ist deine Axt? Die liegt an der Truhe. Hier ist nur low, glaube ich. Ja. Nee, kann ich nicht brauchen. Brauche ein Medium. Okay, ich mach gerne mein alles Mögliche, was ich mal von mir hab. Das Lager hier ist echt zu überlaufen, ey. Das wäre so schön, wenn wir einfach nur Holz drin lagen. Und jetzt gehe ich in das andere Lager da gegenüber und leg da mal mein Holz hin. Fünf Low Quality Metal Ore haben wir schon mal da drin. Chris, was soll denn das? Okay, Sebastian, wo bist du? Ich stehe gerade an dem einen Feuer. An Okay. der Gitter. Okay, komm, dann gehen wir mal los. Hinter dir? Chris. Gehen wir mal los. Chris? Ich muss auch noch eine Axt Sebastian? bauen, Keule. Machst du Ein was Hammer und. oder ist jetzt gerade Ich meditiert hab noch eine Zeit? Axt. Ich schau Ich hab gerade, einen Hammer und eine wenn du Axt. gerade nochmal Da eine bist Axt du jetzt machst. der. Oh, ein Hammer. Okay. Der Hammerbomber. Eine Axtbomber. Hammerbomber und Axtbomber? Naja. So, Der und ist tot. geklappt. Bitte? Hast du's? So, Hendrik, wo wollen wir hin? Wenn wir ans Ufer gehen, da waren wir noch nicht gewesen, oder? Ja, komm, gehen wir ans Ufer. Wir, also Hendrik und ich, gehen ans Ufer. Ja, ich hatte auch mit Sebastian vor, eher Richtung runter als noch weiter rein gerade zu gehen. Das wird Ja, dann machen wir das beide einfach. Treffen wir uns halt einfach irgendwo. Okay, Sebastian, wo bist du? Ja, ich komme jetzt gerade. Okay, hier. Gut, wir gehen hier einfach so hier rein. Wir Wollen wir gehen was zum einfach Essen da lang. mitnehmen?
Ich habe noch 74. Ich hoffe, dass ich was finde und das dann einfach. Also 68. Ja, die 8. Also wir kriegen was. Ich werde. Hast du eine Axt und einen Hammer oder was hast du? Ich habe eine Axt und einen Hammer, aber die beiden sind schon halb defekt. Okay. Da kannst du ja mal wegen den Steinen hier gucken. Die haben wir alle schon. Okay, davon ist ein Nussbaum. Yay. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay, sehr gut. Da oben ist ein Stein. Dann schauen wir uns den mal an. Und da hinten auch noch einer. Und da oben sogar ein großer. Gehen wir mal den großen erstmal, ja. Da hinten, Sebastian. Da rechts ist noch ein Nussbaum. Wo ist rechts? Hinter dir, rechts. Das ist ja kein Nussbaum. Keiner? Stimmt, ist gar keiner. Ein Strauch. Ja klar, hier ist einer. High also Quality Metal Ohr. Was? Ja, da sind zwei direkt nebeneinander. High Quality Metal Ohr. Stein? Ich nehme auch echt nur die wieder ein Stein. Die Nüsse mit und das war's dann an der Stelle. Und nochmal Low Quality Metal Ore. Nein, mein Hammer ist gleich kaputt. Die sind nix. Da vorne ist nochmal, vor dir. Hier, das ist auch nochmal ein Nussbaum, oder? Rechts, Sebastian, an dir. Ja. Zwei Nussbäume hier. Jawohl. Irgendwas. Hier gibt es auch diese Frostberries, müssen da hier auch noch drum liegen, oder? Ist nicht auch noch diese Sträucher, wo diese Frostberries dabei sein könnten? Ach, das sind die. Ja, dachte ich immer, aber jetzt habe ich dreimal rein. Hier ist wieder ein Nussbaum. Wo ist ein Nussbaum? Da unten schön, ja. Sind wir schon wieder fast am Lager, am alten Lager unten. Nochmal Low Quality Metal Ore. Und ein Flint. Das ist halt einfach purer Kommunismus, den wir hier gerade betreiben. Frostberries. Ich hab schon lange keine. Da ist ein Reh gelaufen. Die rennen die ganze Zeit in diesem Bumsstein rum. Aber sobald sie zu nahe kommen, fangen sie an wegzurennen, die Mistviecher. Die sind echt so schreckhaft. Mein Hammer ist weg. Kommen wir zurück. Hier war noch ein Nussbaum irgendwo. Wenn du eine Sehne hast, dann kann ich mir den Hammer wieder craften. Das ist doch ein Nussbaum, oder? Sehne brauchst du. Ja, Sebastian, bleib mal da, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Du weißt aber nicht, wo ich in welche Richtung gerade gerannt bin. So, jetzt habe ich ein Medium. Oh. Dass ich heute eine Kiste machen. Okay, ja, das ist ja super. Ich komme mal wieder zu dir zurück. Hier ist ein Nussbaum. Du bist kein Nussbaum. Ach, das da vorne. Ja, das da vorne ist ein Nussbaum. Aber hä, wo kommt der denn her? Diese Mistviecher sind so schreckhaft. Was ist los mit denen, ey? Ja, komm, keine Nüsse runter. Vielleicht musst du denen dich ohne Waffe nehmen. Da ist noch ein Nussbaum. Ah. Meinst du? Da waren wir doch gerade. Möglich. Dachte ich eigentlich auch. Quatsch, absoluter Quatsch. Kein Nussbaum. Ja, ist kein Nussbaum, genau. Ich habe irgendwie jetzt 6 Nüsse und ein paar Frostberries noch mitgenommen. Ist das da unten ein Nussbaum, oder? Nee, ne?
Ist ja alles voll mit Rehen hier. Ja, wir müssen einfach stärkere Waffen haben und schneller sein. Hier ist nochmal ein Nussbaum. Ja. Da geradezu auch. Ich laufe mal schon mal ein Stückchen weiter. So, eins habe ich. Brauchst du Zähne? Ich habe auch eins. Okay. Ich mach mir aus dem Leder. Du kannst einfach an mir vorbeilaufen, direkt dahinter. Okay, schön. Ach, Quatsch. Sehne, Zapcraft. Ja, was soll ich denn davon halten, dass jetzt das Wasser gelaufen sind? Dann brauche ich nur noch einen Woodlock. Er kommt zu dir, er kommt zu dir, er kommt zu dir, er kommt zu dir. Wo, welche? Direkt zu dir kommt er. Oh, zwei. Wollte ich. Hier sind richtig viele. Aber an dem war ich schon, wo du da bist. Er kommt wieder zu dir. Hier ist so ein kleiner Nussbaumwald, ey. Hier ist noch einer. Sehr gut. Ja, also du hast eine Sehne, oder? Du fällst lieber gar nicht komplett, ja, oder? Der ist selten. Nee, weil ich schlag nur so auf, bis ich die Nüsse bekomme und vielleicht bringt das ja was, wenn man die nicht komplett fällt, dass da vielleicht noch mal was wächst oder so. Vielleicht sollten wir jetzt mal zurück, weil es wird immer sehr kalt, ne? Ja, stimmt, du hast recht, jetzt ist Schneesturm. Oh. Lass uns mal zur Sicherheit mal erst in die Richtung von unserem alten Lager rennen, falls wir Probleme bekommen. Ja. Guter Hinweis, Sebastian. Ich sprinte aber auch nicht, weil das verbraucht voll viel Energie zu sprinten. Ja, ist so. Bist du hin, Hendrik? Siehst du noch hinter mir, Sebastian? Ich sehe schon unser altes Lager. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin auch immer noch am Wasser. Wo bist denn du? Ah, okay. Ich wollte den Stein da nochmal. Wie bewegen sich die Äste hier? Krass. Sah irgendwie gerade ein bisschen gespenstisch aus. Ich hatte gerade voll Angst, so, dass wir da vorbeigehen, gleich aus diesem Baum so ein Monster wird, ey. Wolf! Es gibt Baumonster übrigens, ne? Vielleicht sollten wir hier ein Lagerfeuer bauen, was hältst du? Ja, hab ihn. Okay. Du kannst ihn. Steine habe ich auf jeden Fall schon mal. Hast du auch Flint? Ja, einen Flint habe ich. Zwei sogar. Andere Richtung, ne? Ja, genau. Okay, wie ist deine Temperatur? Mehr Steine haben. 57. Bei mir ist auch. 56 ist sie. Ist alles super eigentlich. Ja, klopf noch ein bisschen. Wir sind es nur ein. Ist natürlich fallend gerade. Hier und da haben wir das Fleisch braten kann, dass wir überleben. Hier liegen auch noch. Hier liegt auch noch Steine rum. Da hinten sind schon wieder zwei Rehe. Der Schneesturm hat hier aufgehört, ne? Ja, wir legen uns trotzdem mal ein Lagerfeuer. Wo seid ihr denn? Unten am Wasser. Okay. Sollen wir zurück? Sollen wir hoch wieder gehen zu unserem Lager, wir Sebastian? Nach links gelaufen. Und dann ein bisschen mehr oben jetzt wahrscheinlich nochmal Holz ein fällen? Stein noch. Ja, ja. Hab ich. Auf dem Weg nach oben können wir einfach nochmal Holz fällen. Ja. Bitte. Weiß ich nicht, wie viel Platz habe ich. Hab gar nichts mehr. Du hast keinen Platz mehr? Oh. Nee. Kochen. Ah, da sind die Häuser. Ein bisschen was an Torch kann ich noch mitnehmen. Wo bist denn du jetzt? Achso, da bist du. Gut. Sollen wir noch irgendwo Steine kloppen oder irgendwas anderes? Oh, glaube ich nicht. Nee. Erstmal aufwärmen. Ja, erstmal aufwärmen. Fleisch. Hab ich schon. Ja, für mich auch. Ich muss auch noch was essen. Brauchst du was? Ich hab schon. Hier ist der Schneesturm. Okay, wo bist du, Sebastian? Hier. Okay, ich sehe dich, ja. Na gut, dann lass mal nach oben. Jetzt ist jetzt, glaube ich, wieder diese Phase, wo der Schneesturm so aktiv, so richtig aktiv wird. Ja. 47, also bei mir geht's jetzt auch ein bisschen rapider da drunter. Da ist ein Nussbaum. Aber vielleicht auch einer, den wir schon hatten. Nee. Wo bist du, Sebastian? An dem Nussbaum. Ich weiß nicht, wo der Nussbaum war. Hier ist Schneesturm. Sebastian? Kann wieder weitergehen. Hallo? Ja, lass uns warten, bis der Schneesturm ein bisschen abgeflaut ist. Ja. Wo bist Dann du? Gehen wir wieder zurück erstmal. Ich hau nochmal den Stein an. Ja, das kannst du machen. Da wo ich eben war. Oh, Wolf, scheiße! Wo bist du? Ich seh dich, ich seh euch. Scheiße.
Okay, sofort zurück zum Lager, oder? Ja. Jetzt noch bei 36. Alter, dieses Stonehammers. Ja, komm, einfach hoch. Hör das mal bei einem Eisenhammer nachdenken. Wildschwein neben uns, ganz ruhig, Sebastian. Ich kann auch keinen Eisenhammer craften. Was? Kriegen wir jetzt getötet? Sollen wir machen? Ich kann nur so ein Barbed Skull Mace machen. Schau mal nach gleich. Sollen wir was versuchen, Sebastian? Ich weiß es nicht. Wir sind gerade Ja, es kommt eh! Gut. Oder sehr ein Heavy. Oder ein Heavy. Ey, da ist was, das wir unbedingt. Na, das nehme ich mit. So. Oh, Wolfmeat. Ey, wir haben einiges. So, komm. Wir haben einiges jetzt mitgebracht. Jetzt erstmal heim, ey. Wir sind nur noch bei 29. Haben aber richtig viel Essen mitgebracht, Leute. Wir haben eher so mit Materialien gesammelt. Sollen wir auch wieder hoch? Achtung, Wildschwein! Nee, Wolf! Und Wolf! Hinter dieses Wildschwein! Ey, Wildschwein und Wolf! Scheiße, ich blute! Sollen wir hoch? Krass. Selbst wenn. Gut, beide tot. Was sollen wir machen? Ich kann nichts aufnehmen! Warte. Okay, gut. Neben uns ein Skelett! So. Oh, 19% nur noch. Ich laufe ein bisschen nach rechts. Ich muss gerade mal was essen, gerade schnell. Mitnehmen. Ich laufe, lass mich mal ein bisschen. Du gehst mal von rechts auf das eine Vieh zu. Ich geh noch ein bisschen weiter rechts. Genau, ja. Du konntest gar nichts mitnehmen, ne? Nee. Okay, ich konnte alles hier gerade mitnehmen. Achtung, ich treib ihn. Sehr schön. Läuft er zu mir? Okay. Gut, das gerade mal essen, was wir jetzt mitgenommen haben, weil ich fast nichts mehr hatte. Hab ihn geklatscht. Kein Ding. So, und jetzt erstmal hier. Die ganzen Lagerfeuer sind aus. Scheiße. Ich hab auch noch einen gekriegt. Chris, ich hab auch noch einen gekriegt. Ja, hab's gerade. Schatz auf dich. Wo bist du? Ich bin wieder in dieser Ränke. Links. Ist jetzt gerade der richtige Moment, wenn ich. Ich seh dich. Na gut, ich seh dich auch. Die dürfen nicht ausgehen. Ja, eine ist schon aus. Zwei sind aus. Da sind nochmal zwei Rehe. Ja. Ich komm da den Berg nicht hoch. Hast du noch Holz? Ja, liegt hier in den Hütten. Ach, da bist du. Wir sind noch wieder in Sichtweite vom Dorf, also von daher können wir. Rennen hinter hier! Trennen. Nein! Doch nicht, wenn ich gerade am Essen bin! Das hasse ich! Hendrik hinter hier! Aufpassen! Wo? Was? Oder war das Chris? War ich gewesen. Ach, Chris. In dem hier war nichts so. Diesen. Eimer. Genau, hey. Ist noch ein Skeleton? Skeleton. Mach das mal gerade kaputt, während ich hier mal das Essen da rein tue. Nein! Fuck. Wo ist denn der? Hier ist der Anton. Trifft mich gut. Ich hab mich gerade ein bisschen verlaufen. Boah, der auch schon wieder alleine. Was ist los? Wo muss ich denn hin, wenn ich bei diesem riesigen Stein bin? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Hä? Was? Achso, hoch, einfach nach hoch, du musst runter, dass du nach hochläufst. Weg von, genau gegenüber von der Sonne musst du laufen. Gegenüber von der Sonne? Ja, genau. Okay, gut. Schneesturm.
Oh. Also unsere... Der Holzvorrat sieht nicht gut aus.